Ja, hallo Pflanzenfreunde, und heute ist es soweit. Wie versprochen werde ich heute meine Kräuter anpflanzen. Wir haben heute zum Einpflanzen Rosmarin, Thymian, Liebstöckel, Salbei, Majoran und Schnittlauch. Ich habe natürlich noch mehr Kräuter. Kann ich euch mal kurz zeigen. Also, da habe ich noch einiges an mehreren Kräutern drin. Die werde ich dann aber noch in den nächsten Videos sehen. Aber wie gesagt, heute soll es dann erstmal bei den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück bleiben, die ich anpflanze. Fangen wir direkt mal mit Rosmarin an. Ich stecke hier schon mal so ein schönes Schild rein. Also auch wissen, was das letztendlich ist. Und zwar, Rosmarin ist ein Lichtkeimer. Soll man aber angeblich ganz leicht mit gesiebte Erde zudecken, sage ich jetzt mal. Ja, fangen wir doch direkt mal an hier. Wollen wir denn unseren Rosmarin jetzt hier? 1000 Tütchen und kein Mensch weiß, wie da was drin ist. Doch, wenn man lesen kann, ist mal klar ein Vorteil. Wo haben wir denn jetzt unseren Rosmarin? Da ist er. Da ist er. So schaut er aus, der Rosmarin. Ich denke mal, der ist ganz einfach zu sehen. Weil wenn die ganz klein sind, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ja, dann mache ich das mal direkt hier. Ich hole mal so ein kleines Stöpchen dabei. Hier meine guten alten Essstäbchen. Die sind immer ganz cool zum Pikieren oder zum was einpflanzen. Konnte mal schön schönes Loch reinstechen. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich werde mal so ein paar einzelne jetzt reinmachen. Wie gesagt, die dann nicht kommen, kann ich ja dann immer noch wieder rauszupfen. Die stärkeren Pflanzen überleben bei mir natürlich dann. So, sieht man das jetzt alles? Ja, man sieht das jetzt. Okay, ich streue das jetzt hier einfach mal drauf. So, dann ein bisschen Erde drüber. Wie mache ich das jetzt? Wir schnappen uns direkt mal so ein Sieb hier, ne? So ein gutes altes Nudelsieb. Hol ich noch ein bisschen Erde. Erstmal einen Eimer mit Erde. Mit dem guten Kokossubstrat finde ich genial, die Erde. Habe ich euch ja schon mal verlinkt, wo ihr die bekommen könnt. Ja, komm, machen wir es ganz simpel hier. Machen wir gar nicht großen Aufstand hier. So, dann sieben wir mal direkt ein bisschen drüber. Jetzt sieht man das wahrscheinlich nicht so richtig. Klappt ja richtig gut. Ironie. Weil die Erde ist halt ein bisschen nass. Naja, so einigermaßen geht's. Es geht. So, dann machen wir jetzt. Ja, ich pflanze erstmal alles ein und danach gieße ich das dann natürlich dann nochmal schön an. Und dann soll das eigentlich funktionieren, hoffe ich mal. So, komm, es reicht. Ist meine Erde dreckig? Meine Erde dreckig, sei schon meine Hände dreckig. Ja, die Erde ist auch dreckig und macht die Hände dreckig. So, weiter geht's im Text. Jetzt haben wir Thymian. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich auch ein bisschen Abstand halte. Da ist jetzt der Rosmarin. Machen wir mal jetzt hier. Ich muss auch mal gucken, dass ich mit dem Platz hinkomme. Das ist jetzt ein 80 cm langer Balkonkasten. Wenn ihr wollt, könnte ich euch den auch nochmal verlinken unten in der Beschreibung, wenn ihr Interesse habt. 6 Kräuter. Mal schauen. 1, 2, 3, 4. Oh, das wird ein bisschen eng. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen enger setzen.
Und notfalls kann ich ja immer noch mal ein Kraut rausnehmen und das dann in einen meiner anderen zwei Balkonkästen, die ich auch noch bestellt habe, setzen. Also letztendlich, ich habe drei bestellt. Es gibt halt viel einzusehen, da braucht man ein bisschen Platz, ne? Kennt man ja. So, dann machen wir jetzt den Thymian rein. Wo haben wir den Thymian? Da ist der Thymian. Da sieht man schon ganz kleine Samenkörner. Fast wie bei den Erdbeeren auch, will ich sagen. Ach ja, apropos Erdbeer. Ganz kurz nebenbei. Meine liebe Freundin hat mir Erdbeeren mitgebracht. Naja, so aus dem... Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen hier, ne? Aus dem 1-Euro-Geschäft. Ja, eingepflanzt, gesät, aber bis jetzt noch nichts rausgekommen. Halte ich euch auch auf einem Laufenden. Wenn da was rauskommt, bin ich echt stolz. Stolz für Oskar. So. Naja, bleibt abzuwarten. Aber jetzt zurück zu unserem Thymian. Thymian ist ein Lichtkeimer. Das heißt, wir werden die Samen oben auf der Erde einfach verteilen und das war's. Keine Erde und nichts drüber sieben. Den Rest macht dann das Licht oder die gute Sonne. Ach komm, da sind ja gar nicht viele, da kann ich ja auch jetzt mal eben alle drauf knallen. So, ist das Tütchen schon leer. Guck mal an, so schnell geht das. Hauen wir das gleich weg. Gut, da haben wir jetzt hier Thymian. Als nächstes würde dann Liebstöckel kommen. Und zwar Liebstöckel ist dann wiederum ein Dunkelkeimer. Da ist das Schildchen nochmal. Sieht man das? Ich hoffe, das ist jetzt nicht alles auf dem Kopf, weil ich die Kamera ein bisschen gedreht habe. So, machen wir mal hier rein. So, es muss vom Abstand ungefähr hinkommen. Gerade mal schauen. Ich die anderen zwei Schildchen noch hinmache, ob das ungefähr hinkommt. Ja, geht. Geht einigermaßen. Also, Rosmarin, Thymian haben wir. Jetzt kommt Liebstöckel. Da haben wir den Liebstöckelsamen. Die sind jetzt etwas größer, wie man sieht. Also leichter auszusehen. Da werde ich dann aber auch jetzt nur zwei einsetzen. Und wie gesagt, das Stärkere dann rausnehmen. Muss jetzt ein bisschen mich beeilen. Ich sehe gerade, der Akku ist gleich leer. Verdammt, habe ich wieder nicht aufgeladen. So. Packen wir die jetzt einfach mal hier drauf. Liebstöckel war Dunkelkeimer. Also müssen wir das mit Erde zudecken natürlich. Ich drücke die jetzt ein bisschen an. So. So einen Zentimeter tief. Und mache die Erde direkt drüber. Das soll es dann auch gewesen sein an der Stelle. Dann haben wir den guten alten Salbei. Und zwar einen echten Salbei. Steht da drauf. Keine Ahnung, was das jetzt, was jetzt der Unterschied ist. Ob das dann vielleicht mehr ein wilder Salbei ist, könnte mich sein. Und zwar ist Salbei dann angeblich auch ein... Nee, ist eigentlich, ich glaube, das ist ein Lichtkeimer. Aber den sollte man angeblich auch andrücken leicht. Und auch wieder Erde drüber sieben. Dann hauen wir jetzt mal hier den Salbei rein. Den echten Salbei. So, das sind die Samen. Die sehen aber auch cool aus. Sieht aus wie Pfeffer, finde ich irgendwie. So, da haue ich dann jetzt aber auch irgendwie nur so zwei oder drei rein. Wie gesagt, falls dann ein Korn nicht aufgeht, hat man dann immer noch ein bisschen Reserve. So, eins, zwei, drei, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie groß die Pflanzen werden. Ich setze mal vier Stück rein. Notfalls kann ich die ja noch ein bisschen auseinandersetzen hier in dem Kübel. Oder zur größten Not halt in den anderen Kübel rein. So. Dann haben wir Salbei, ach Quatsch, ich muss ja noch die Erde drüber machen. Mann. So, dann sieht man noch ein bisschen Erde drüber. An der Stelle. So. Ja, ich denke, das reicht noch. Sind die Finger wieder dreckig?
kurz abgewaschen. Ihr seht schon, ich bin Vollprofi. So, jetzt haben wir Majoran, und zwar den süßen, steht dabei. Den knallen wir direkt mal hier rein. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter, dann sieht man das auch alles. Und zwar, oh, das sind aber ganz kleine Samenkörner, sehe ich gerade. Alter Verwalter. Na gut, dann werde ich das auch wieder wie so eine Art Prise drüber machen. Und zwar ist der Majoran ein Lichtkeimer, also brauchen wir uns gar nicht große Mühe machen, einfach drüber. Na, komm schon raus. So, da ist er nochmal. Will ich den jetzt einfach ein bisschen drüber streuen. Lichtkeimer, so, also keine Erde drüber. Schnittlauch kommt jetzt. Den packen wir jetzt schön an der Ecke. Der Schnittlauch, den kennt ihr bestimmt, die Samenkörner. Da haben wir sie. Der Schnittlauch, Dunkelkeimer. Also auch wieder ein bisschen Erde drüber machen. Und das Coole ist am Schnittlauch, der braucht nicht unbedingt Wärme, um zu keimen, sondern der kann sogar bei Kälte schon keimen, was ich ziemlich cool finde. So, Schnittlauch brauchen wir natürlich ein bisschen mehr, also sehen wir hier mal schön alles voll am Rand. Nachdem meine Petersilie ja nichts geworden ist. Ich werde aber wieder neu einpflanzen. So, dann gießen wir das Ganze jetzt gut an. Gieß, gieß, gieß. Und danach werde ich da natürlich wieder mein Bewässerungssystem reinsetzen, dass die Pflanzen dann auch ausreichend Wasser bekommen über die Zeit. Da muss ich halt nicht immer ständig nachgießen. Und so, das soll reichen. Das Bewässerungssystem habe ich euch ja auch verlinkt, wo ihr es bekommen könnt, wenn ihr Interesse habt. Ich empfehle es euch, ist sehr genial. Gut, so, dann haben wir es eingepflanzt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn sich was tut natürlich, wenn sich was bei der Erdbeer tut, dann natürlich auch. Und gibt es sonst noch was zu sagen? Ach so, ja. Komm, ich zeige euch noch mal ganz kurz die Gurke, da hat sich mal wieder was getan. So, Kamera machen wir mal runter hier. Will nicht. Jetzt. Und zwar, schaut euch das an, hat jetzt zwei Blüten bekommen. Wunderschön. Freut mich. Und das Geile ist, zieht euch das rein. Stehe ich heute Morgen auf, guck mir die Gurke an wie jeden Tag und die hält sich ganz frech an der Lampe fest. Das ist genial. Da hängt die Lampe. Habe ich euch auch mal verlinkt, wenn ihr Interesse habt. Sehr gute Pflanzenlampen. Sehr wenig Stromverbrauch, 14 Watt bloß. Und da hält sie sich fest am Kabel. Jetzt habe ich hier nochmal einen Stock reingeknallt an der Seite und da hält sie sich jetzt auch fest. Also die Pflanze stützt sich, also sehr intelligent, die Pflanze stützt sich selber, damit sie nicht umknickt. Finde ich echt Hammer. Und da dazwischen sieht man schon in den Blattachseln, das werden wahrscheinlich dann kleine Gurken. Ich freue mich volle Kanne, da auch noch unten. Da auch nochmal. Komm, stell dich scharf. So. Und da auch nochmal. Jo. Ich bin mal gespannt. Hier nochmal ganz kurz meine Tomaten. Sind jetzt auch wieder größer geworden. Da ist die andere. Und die Kartoffel natürlich, ne? Die wächst natürlich unaufhaltsam. Da habe ich schon so einen Stock reingeknallt hier. Damit die ein bisschen stabiler steht. Hier ein bisschen mit Draht oben stabilisiert, dass sie mir nicht umknickt. Ja, hier noch meine zwei Gurkenpflanzen, die ich hier letztens eingepflanzt hatte. Die muss ich heute wahrscheinlich noch pikieren. Vereinzelt. Vereinzeln. Nicht vereinzelt. Ja, mein Bonsai noch. Kennt ihr auch schon. Wächst auch fröhlich. Ja, dann hier nochmal den Salat. Ich gehe jetzt einfach schnell durch. Da ist dann nochmal der, Radieschen, Sachsa 3.
Da habe ich dann mal ein neues Radieschen eingepflanzt, weil ihr habt ja gesehen, das ist leider kaputt gegangen, die Pflanze. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Basilikum wächst natürlich immer noch super. Dicke Blätter, habe schon wieder einiges abgeerntet, wie man hier sieht. Wächst wie bekloppt. So muss das sein. Jo, da ist nochmal der Naschzipfel der Paprika, Santos. Sieht auch gut aus. Wie gesagt, bei dem bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob da noch was wird. Der ist nicht immer noch so komisch, mickrig. Komm, zeig dich da. Hat doch komische Blätter. Bleibt abzuwarten. Ja, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden über meine Kräuter. Da sieht man es nochmal. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, euer Manuel. Ciao.